Okay, es ist toll, dass ihr alle da seid. Die Diskussion über die Musik Flatrate ist ja nicht per se neu. Die läuft seit ungefähr 15 Jahren, eigentlich seit Napster. Einige von euch sind alt genug, um zu wissen, was Napster war oder ist. Ich habe es ein Schweizer Modell genannt, weil ich seit 6 Monaten Schweizer geworden bin. Habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich mal ein Schweizer Modell überlegen. Ich wohne in Basel seit 10 Jahren und ich möchte euch kurz eine Einführung darüber verschaffen, was eigentlich schon lange diskutiert wird und auch teilweise auch schon im Einsatz ist, nämlich die Möglichkeit, das Internet so zu legalisieren, dass der Fan, der User, sogenannte User und der Künstler auch wirklich damit leben können. Vorher vielleicht, okay, wichtigsten Punkte vorab. Es wird oft darüber geredet, dass eine Musiklizenz fürs Internet eine Art von Steuer wäre. Das ist auf keinen Fall eine Steuer, genau das Gegenteil. Wir kommen später darauf zurück, was das bedeutet. Es geht nicht darum, dass es eine Steuer ist, sondern eine Möglichkeit für Geld verdienen für Künstler. Es geht auch darum, dass die Telekom-Firmen, die ja eigentlich das System schaffen, dass wir downloaden können, dass wir unterwegs sind, auch mit der Musik ein legales System aufbauen können. Und es geht auch nicht heute um die sogenannte Kultur-Flatrate, die in Deutschland diskutiert wird als Teil von diesem Musikgedanken. Also wir reden heute über Musik, nicht über Filme, über Bücher oder den ganzen Laden sozusagen. Zuerst möchte ich das Problem schildern. Warum sitzen wir überhaupt hier und reden darüber, falls ihr noch nicht wisst, was das Problem ist? Die neuen Technologien ändern sich radikal. Wir sehen alle natürlich mobile Geräte. Wir sehen, dass Musik in die Wolke zieht, Spotify, Simfy und andere. Wir sehen, dass eigentlich jeder Konsument weiß, wie er von YouTube runterladen kann mit Download Helper und Chrome Plugin und so weiter und so fort. Darf man ja nicht drüber reden. Wir sehen soziale Netzwerke, die Musik einbinden. In Russland zum Beispiel WKontakte, da ist sämtliche Musik gratis auf einer Facebook-artigen Plattform, 120 Millionen User. Wir sehen Facebook-Likes, wir sehen, dass Facebook mittlerweile jede 4. Minute auf dem Internet aufgesaugt hat, unsere gesamte Aufmerksamkeit Richtung Facebook geht. Wir sehen die ganzen Streaming-Services, wir sehen, was mit Radio passiert, mit mobilen Geräten, mit virtuellen Performances von der Philharmonie, mit jeder Show, die auf dem Internet gesehen werden kann, ist eine endlose Liste. Wir sehen auch, dass jetzt immer mehr Leute nur noch einen Song kaufen und kein Album mehr, weil sie halt jetzt können über iTunes oder zumindest prinzipiell könnten. Wir sehen Apps, Björk, Crosby, Stills & Nash und so weiter, die Musiker verkaufen, eine Art von neue CD geworden ist in gewisser Weise. Also ganz klar ist es jetzt, dass Recorded Music, also aufgenommene Musik, wenn man hier links sieht, Amerika, total im Abnehmen ist, im Sinne von Kommerz, und dass YouTube radikal im Aufsteigen ist. YouTube ist quasi die universelle Jukebox. Wenn ihr zu einer Party geht von Kids, heute ist nicht mehr downloaden, also die wissen gar nicht, was BitTorrent ist. Die streamen die Musik und auch auf dem Handy, das ist genau das Gleiche. Wir sehen, dass die ganzen Ideen von Streaming Music mittlerweile auch bei Telekom-Firmen radikal als Teil des Programms dazugehören, wie man bei Deezer sieht und Spotify und so weiter. Aber leider ist das Problem, dass unsere Welt so radikal nach vorne gegangen ist, dass wir eine vernetzte Gesellschaft geworden sind, aber unsere Regeln und unsere Gesetze und unsere Gewohnheiten sind noch wie von vorgestern. Was natürlich damit zusammenhängt, dass es einfach länger dauert, neue Regeln, Gesetze oder Gewohnheiten zu schaffen. Wir leben in einer Welt, wo eigentlich alles, was cool ist auf dem Internet, nicht erlaubt ist. Also wenn ihr Groove Shark Fans seid oder irgendwelche anderen Streaming-Services, ist alles nicht legal. YouTube war auch lange Zeit nur halb legal, weil die Lizenzen nicht bereitstanden. Und die ganzen Systeme, die wir in den letzten 10 Jahren gebaut haben, waren zum Großteil nach dem Faktor geschaffen, wo wir eigentlich sagen mussten, diese Sachen gibt es gar nicht auf dem Gesetz, auf dem Copyright-Gesetz, gibt es keinen Download und keinen Stream. Das existiert gar nicht, das ist das Wort. Wir werden also 2015 alle vernetzte Bildschirme haben, 5 Milliarden vernetzte Fernseher, Radios, TV-Geräte innerhalb von 3 Jahren. Also Technik wird sich radikal verändern, das heißt, alle Inhalte werden digitalisiert und werden kopierbar. Alle. Filme, Bücher, Musik, Fernsehen. Das heißt, Kopien zu verkaufen, die Idee von Kopien zu verkaufen, mit der ich aufgewachsen bin als Musiker, ich war früher selber Musiker und Produzent,
die ist vollkommen nicht zukunftsorientiert. Das heißt, wenn Leute digitalen Zugang haben, hören sie auf, Kopien zu kaufen oder kaufen sie nur, weil sie sammeln, siehe Vinyl oder weil es cool ist, siehe Kassetten. Ja? Oder halt auch noch die gute alte CD. Das heißt, wir haben hier ein Problem, dass wir mit einer sogenannten Toxic Assumption, mit einer vergiftenden Annahme starten, die ich eigentlich jeden Tag zu hören kriege, wenn ich mit Musikern und Labels und Verlagen und so arbeite, in meiner Arbeit als Zukunftsforscher. Das ist nämlich die Idee zu sagen, dass wir das Kopieren kontrollieren können, dass das Geld schafft. Also wenn wir das verhindern, dass Leute kopieren, können wir damit mehr Geld bekommen. Das heißt, wir schaffen das so, dass wir das kriminalisieren, sodass Leute unbedingt von iTunes kaufen oder halt die CD noch besser. Und das setzen wir so stark durch, dass eben kein anderer Weg geht und deswegen verdienen wir mehr Geld. Das hat leider bisher überhaupt nicht funktioniert. Wie ihr alle wisst, ist die Tonträgerbranche weltweit um 72% geschrumpft. Also die Strategie der Musikindustrie, nicht der Musiker, der Lobby der Musikindustrie, ist radikales Versagen. Wir haben es also nicht geschafft, das Modell umzumünzen und zu sagen, das funktioniert. Hadopi in Frankreich, Sopa, Pipa und so weiter. Die neue Musikindustrie, die sich jetzt gerade entwickelt auf dem Internet, bei der geht es nicht um Besitzen, sondern um Zugang. Das heißt, Zugang ist ein Klick auf dem Handy, ein Klick auf dem Computer, ein Klick auf dem Fernsehen, ein Voice-Command, der Song spielt. Da ist es nicht mehr wichtig, ob wir runterladen, ob wir eine Kopie machen, ob wir es weiterreichen. Es ist de facto ja auch bereits jetzt schon so. Also wenn meine Kids mit mir im Auto fahren, geht es nicht darum, welchen Radiosender wir anhören, sondern wer zuerst den Bluetooth-Kanal entdeckt, ja? Um dort abzuspielen, was immer sie auf ihrem Handy haben. Oder zu streamen, wenn wir 3G haben. Also Zugang nicht Besitz. Wie wir hier sehen, Research aus Amerika im August 2012, $0 ist das, was 50% aller amerikanischen Teenager für Musik ausgeben. $0. Das nächste ist noch schlimmer. 38% sagen, sie geben zwischen $1 und $15. Das ist natürlich eine weite Spanne. Ne? Ich würde mal sagen, 80% geben zwischen $0 und $2 aus. Wenn das unsere Zukunft ist als Musikmacher, ich bin auch selber Musikmacher und auch Autor natürlich, dann haben wir natürlich ein Problem. Wenn wir auf $0 herunterkommen mit dem, was wir tun als Output, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Das ist das Resultat meines Erachtens der Strategie der Musikindustrie. Nämlich weiterhin Kopien verkaufen zu wollen, via iTunes. Das resultiert in einem Problem, was wir unbedingt lösen müssen, denn heute sind wir entweder Piraten oder Gefangene. Gefangene von iTunes oder Piraten, die irgendwas anderes benutzen, was auch gratis ist. Also da gibt es natürlich tausende von Varianten. Piraten oder Gefangene, das kann ja nicht die Zukunft in einem Rechtsstaat sein, dass wir Piraten oder Gefangene sind. Und die Diskussion hier in der Schweiz darum geht, noch mehr Gefangene zu erzeugen, das glaube ich meines Erachtens nicht der Weg vorwärts. Der Reality-Check ist, in einer mobilen, sozialen und vernetzten Welt werden Kopien fast keine Rolle mehr spielen. Ihr seht hier auf diesem Chart, dass mehr Leute auf dem Handy, auf Internet gehen, als auf Computern. Das ist in einem Jahr so weit, dass mehr Leute auf mobil unterwegs sind, als irgendwie anders, was wiederum dazu führt, dass Kopien einfach nicht mehr relevant sind. Ich kann unterwegs auf jeden Link klicken, jedes Video anhören, jeden Song spielen, alles aufnehmen. Es geht um Zugang. Man sieht hier Fast High Speed Mobile Internet, sogenannt LTE. LTE hat bis 100 Megabyte pro Sekunde auf dem Handy. Ihr könnt, wenn ihr nach Korea geht, könnt ihr sehen, wie weit das da geht. Ja. Dort sind 98% aller Musikverkäufer auf dem Handy. Nur auf dem Handy. Weil es eben High Speed ist. Also in unserer sozial vernetzten Welt ist die Weigerung zu sagen, wir machen unsere Musik nicht verfügbar, weil uns diese Welt nicht gefällt, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ist der Selbstmord. Ich habe hier suizides Geschäftsmodell geschrieben. Weil sie führt dazu, wie diese Cartoons über die Recording Industry Association of America sagen, das ist das Pendant zu IFPI, da die Strategie nochmal etwas komisch beleuchten. Also wir sehen die Zahlen der Schweiz ganz klar, wir schrumpfen und schrumpfen und schrumpfen mit CD-Verkauf. Digital passiert nicht sehr viel, passiert etwas, aber nicht sehr viel. Mittlerweile auf 124,1 Millionen Franken gesunken. Das Modell von Kopien zu verkaufen, CDs oder Downloads, wird ersetzt
durch ein Modell von gebündeltem Zugang von Pakete und Premiums verkaufen. Der Unterschied ist der Kontrolle, der Kontrollansatz und der Erlaubnisansatz. Ich möchte euch vorschlagen, dass der Ansatz der Kontrolle absolut versagt hat und auch in der Zukunft nicht funktionieren wird. Ich könnte mir vorstellen, es wäre toll, wenn er funktionieren würde, weil ich auch ein Autor bin. Ich würde auch lieber Bücher verkaufen als Downloads von meinem E-Book oder PDFs. Aber die Tatsache ist, dass die Kontrolle auf dem Internet selbst in China nicht funktioniert, wo 110.000 Leute daran arbeiten, sie zu kontrollieren, die dort aufs Internet gehen. Dann reden wir von einem totalitären System, da brauchen wir auch kein Internet mehr. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was ist die Alternative, wir müssen echte Lösungen schaffen. Ich glaube, die Schweiz ist ein Platz, wo wir echte Lösungen auch wollen. Im Vergleich zu anderen Plätzen, wo es vielleicht nicht unbedingt immer das erste Objektiv ist. Aber wir müssen, glaube ich, die Pirate Order, die New Order nach vorne ziehen, statt rückwärts zu gehen in den Platz, wo wir sagen, wir gehen dahin zurück, wie es vor dem Internet war. Okay, hier ist mein Vorschlag zur Lösung. Erstens, ich denke, wir müssen eine neue Lizenz für digitale Musik schaffen. Ähnlich wie beim Rundfunk. Wenn ein Rundfunksender oder ein Fernsehsender Musik spielt, muss keiner um Erlaubnis gefragt werden. Es gibt einen Rundfunklizenzvertrag, bei dem alle Künstler und Mitwirkende bezahlt werden, gemäß einem Standardvertrag. In diesem Fall wäre das eine sogenannte Voluntary Collective License, also eine Lizenz von Plattenfirmen, Verlagen, Komponisten, Autoren und Urhebern, zu sagen, ja, wir geben diese Lizenz im Gegenzug zu einer festen Gebühr, die ich gleich vorstellen würde, was die sein könnte, nämlich 1 Franken pro User pro Woche. Diese Lizenz wird nicht an den Konsumenten erhoben, sondern an die Anbieter. Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht also nicht hier um, dass wir bezahlen, sondern es geht dann darum, dass eben, wie bei Radio zahlen, wir ja auch nicht nur halt indirekt über Steuern, also in, nicht in allen Fällen, aber in den meisten, wo wir sagen, okay, wir können es nutzen und es kommt trotzdem Geld rein. Radio ist ja auch gratis, aber Geld wird produziert für die Rechteinhaber. Und hier geht es auch nicht mehr um Stream oder Download, weil das ist vollkommen unrelevant. Das ist nur relevant für Anwälte. Es ist nicht mehr relevant für uns, weil de facto ist es genau das gleiche Verhalten, ob wir streamen oder downloaden. Die potenziellen Lizenznehmer von dieser Lizenz wären natürlich erstmal Telekom-Firmen und Internet-Service-Provider. Swisscom, Orange, UPC, Cablecom und andere, die Internetangebote anbieten. Wenn die Swisscom sagen könnte, für unsere Premium-Kunden, das ist ungefähr 1 Million in der Schweiz, tun wir diesen 1 Franken einbinden, das Angebot, und wir zahlen diesen Franken, um unseren Konsumenten happy zu machen. Die Musik ist gratis für den End-User. Hat die Telekom da einen enormen Vorteil durch? Weil sie kann damit sagen, dass die Musik legalisiert ist, dass man die Musik tauschen kann im System, dass es ganz egal ist, wer was rauf oder runter lädt, weil das Payment bereits eingebaut ist. YouTube, andere Videoplattformen, Online-Portale, Mobilnetzbetreiber, soziale Netzwerke. Ich habe meinen Zweifel, dass jetzt Facebook daran interessiert wäre, aber sicherlich wäre es eine interessante Variante. Ich glaube, als Priorität reden wir von Internet-Service-Firmen und von Mobilfunkbetreibern. Weil dort lässt sich über die Musik ein Mehrwert erzeugen. Mehrwert heißt, dass auf einmal, wenn ich mein Handy mit Musik bekomme und es kostet nicht mehr, ich mir 10-mal überlege, ob ich meine SIM-Karte wechsle. Weil vielleicht hat der andere Provider das auch, aber ich habe mittlerweile meinen Katalog und meine Freunde und mein System auf diesem Provider. Das gibt es bereits in ca. 14 Ländern weltweit, dieser Bundles nennt man das. Nur meines Erachtens, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, muss dieses Bundle auf Null anfangen. Das heißt, der Konsument zahlt nicht extra, sondern der Anbieter zahlt. Wenn ihr die Zahlen einmal bewegt, mit 1 Million User pro Woche sind das 1 Million Franken, das 52 Millionen Franken im Jahr. Ist jemand von der Swisscom hier? Hast du Geld mitgebracht? 52 Millionen Franken im Jahr. Was würde die Swisscom für 52 Millionen Franken im Jahr bekommen? Ein System, wo Leute sagen, das ist ja Wahnsinn, dass die Musik dabei ist, ich brauche nichts tun. Swisscom ist auf einmal liebenswert, wie man in Facebook-Language sagt, like. Man sagt, okay, der Mehrwert ist vollkommen klar. Wie viel Geld gibt Swisscom aus für Marketing pro Jahr? Ich schätze mal für Mobile Marketing ca. 300 Millionen Franken.
Ja, zu viele Sprachen in meinem Kopf. 280 Millionen Franken, schätze ich mal, beim Daumen gepeilt. Als Marketing. Ja. Wie könnte das hier eingesetzt werden? Eins ist ganz klar, wenn wir diese Geräte kaufen, diese mobilen Geräte, diese Tablet-Geräte, das ist jetzt in Indien, für 30 Dollar könnt ihr das Gerät kaufen in Indien. Das ist das Arakash-Tablet, mittlerweile sehr populär in Indien. Ist bedeutungslos ohne Inhalte, also nicht nur Musik, sondern auch überhaupt. Ja. Ist aber auch nutzlos ohne Internetzugang. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir sagen können, ganz klar, wenn wir einen Deal machen können mit denen, die den Zugang verschaffen und unsere Inhalte hineinkriegen und ein neues System kreieren, dann ist es für alle gut. Wir sehen hier in Dänemark eine Firma, die heißt TDC Telekom, das war früher wie die Swisscom, ungefähr 2,5 Millionen User. TDC hat sich entschieden, vor 4 oder 5 Jahren zu sagen, wir geben circa, ich weiß nicht genau, aber zwischen 20 und 25 Millionen Euro aus, um Musik einzukaufen und sie gratis weiterzugeben an alle Kunden. Jeder User von TDC auf seinem Handy oder DSL hat gratis Musik, inklusive Apps, Downloads, alles. Jetzt stellt sich heraus, dass dieses Musikangebot dazu geführt hat, dass TDC 40% weniger Leute hat, die den Vertrag wechseln wollen zu einer anderen Firma. Hat der Mehrwert locker für die Musik bezahlt. Man sieht das hier in diesen Beispielen. Man sieht zum Beispiel, dass jetzt in Dänemark kein Gedanke mehr verschwendet wird an illegales Downloaden, weil man hat ja bereits die Musik sowieso. Das heißt BitTorrent oder Downloaden, ja, das Verhalten der Dänen hat sich geändert und sogar die AFPI, die International Federation of Phonographic Industries, ihr wisst vielleicht nicht, wer das ist, aber sogar die hat in ihrer Broschüre von 2011 damit geworben, wie toll das in Dänemark funktioniert. Das fand ich sehr interessant. Aber das Beste ist bei dieser Erfahrung in Dänemark, ist, dass die User tatsächlich für die Künstler bezahlen wollen. Wenn wir schauen, dieses Research, kann man schlecht sehen, zeigt aber, der Punkt Nummer 4 in dem System, was Leute gut finden, ist, dass es legal ist. Dass es Geld erzeugt. Der erste Punkt ist dieser Punkt. Free Service. Wenn wir das umdrehen würden, wir würden sagen, bitte zahlt doch alle 10 Euro, damit ihr dieses Angebot wahrnehmen könnt, würden wir zwischen 2 und 5% der Dänen dazu kriegen, dass sie es tun. So wie wir das hier tun mit Spotify oder Simfy, das sind tolle Angebote, ich bin ein Spotify-User, ich liebe Spotify, ja. Aber es werden einfach nicht genug Leute machen. Und es werden immer wieder jetzt natürlich Stimmen von Musikern laut, die sagen, wenn ich auf Spotify 1000 Mal gespielt will, kriegen wir 14 Rappen. Das kann ja so nicht funktionieren. Das kann nur funktionieren, wenn ich jeden Schweizer dazu kriege, dass er Spotify hat, und das kriege ich nicht, wenn es bezahlt ist. Vom User. Zumindest nicht im ersten Level. Die Legalisierung von digitaler Musik bedeutet das Ende der Piraterie. Das sehen wir hier in diesem Chart auch von TDC, wo 55% der Kids 18 bis 29 sagen, dass sie weniger kopieren, weil sie einen Musikservice haben. Es gibt keinen Grund mehr, das zu tun, wenn es legal ist. Also das Problem, wie ich oft auf Englisch sage, ist nicht die Paywall, nicht die Wall, sondern nicht das Pay, sondern die Wall. Das heißt, bei Zeitungen gibt es diesen Begriff der Paywall, das kennt ihr vielleicht. Also quasi den User zum Zahlen zu zwingen. Ich glaube, das Problem ist nicht das Zahlen selber, sondern die Wand, die wir aufbauen, wo Leute hinübergehen müssen. Wir sehen hier ganz klar, dass, wie die Wand organisiert ist. iTunes ist die größte Wand. 2 Franken oder nichts. Ja. Danach kommt Spotify. Die Wand ist am Anfang wenig, aber dann 6 Franken und 13 Franken. Relativ hoch. Ja. Da werden wir niemals mehr als 5% der Konsumenten dafür kriegen, dass sie es tun. Die Flatrate hat keine Wand. Da kriegen wir 100% aller Konsumenten auf dem Level, wo jemand anders dafür bezahlt. Das ist meines Erachtens die Lösung, dass Spotify, wer benutzt Spotify hier? Darf ich mal sehen, was Spotify benutzt? Ja? Wer zahlt für Spotify? Da gehen schon viele Hände runter. Okay. Spotify ist fantastisch, aber Spotify kann nicht die veralteten Strukturen, die Machtgefüge der Musikindustrie glatt bügeln. Die werden daran sterben. Das ist Daniel Ek, ein Bekannter von mir, und es tut mir leid um seine Firma, aber das Problem werden sie nicht alleine lösen. Nicht zu vergessen, dass Spotify mittlerweile ja auch zu 40% fast von den Plattenfirmen und auch von den Independent-Tonträgerfirmen besitzt ist, ne? Dass die Anteile an Spotify besitzen.
Was auch natürlich paradox ist, wenn man sich vorstellt, was sie versuchen zu tun. Also Spotify, sagt man, is not licensed to kill. Spotify kann uns nicht die Lizenz für gratis geben, wenn sie gleichzeitig den Labels den festen Betrag für die Plays geben müssen. Letztes Jahr hat Spotify 60 Millionen Dollar verloren. Ich habe kalkuliert, wenn Spotify 100 Millionen User haben will, müssten sie ungefähr 3,8 Milliarden Dollar ausgeben, um auf 100 Millionen User zu kommen. Und YouTube hat 720 Millionen User. Also da können wir uns ganz klar sehen, das ist System Failure. Das wird nicht funktionieren. Wie finanzieren wir diese Fragen? Wenn ich Swisscom bin oder TDC oder Orange oder Google Schweiz oder wer auch immer, Facebook, ja, aber woher kommt das Geld dann? Ich kann nicht einfach irgendwie 100 Millionen Franken auf den Tisch legen. Ich muss ja irgendwo zurückkommen. Ja. Das Geld kommt zurück, nicht über den End-User, sondern diese Musik wird zum entscheidenden Mehrwert für Anbieter. Das heißt, der Anbieter, der die Musik hat, und nicht nur die Musik, sondern auch das Interface und das Design, wie es funktioniert und das, wie es alles zusammengehört, wird zum entscheidenden Mehrwert und zum Grund zu kaufen. Zum Beispiel haben wir in Indonesien ein ähnliches Projekt am Start, wo wir ganz klar sehen, wenn Leute gratis Musik haben, kaufen sie eine schnellere DSL-Leitung. Das heißt, der Telekom-Unternehmer sagt sich, wenn ich jetzt ein paar Millionen Leute dazu hinkriege, dass sie mehr Krempel kaufen, mehr Geräte und bessere Connection und mehr Daten, dann habe ich das Geld wieder rein. Ja, wenn das Geld nicht 10 Franken ist pro User pro Woche. Das ist nämlich das, was die Labels gerne hätten. Und da sind wir genau an dem springenden Punkt. Wird es freiwillig eine solche Entscheidung geben von Swisa, von den Verlagen, von den Labels, wo sie sagen, das machen wir mit, aber 10 Franken, wir hätten gern 10 Franken. Was passiert dann? Nichts. Das heißt, Künstler werden noch immer nicht bezahlt, der User kriegt noch immer nicht, was er will, und wir werden alle weiter kriminalisiert. Das kann meines Erachtens nicht so funktionieren. Die Churn Reduction beim Mobilnetz ist natürlich ideal, dass sie sagen können, Leute bleiben deswegen bei uns. Das ist ein riesiger Punkt, der sehr viel Geld wert ist. Sie können Werbung einbauen und erlaubte Nutzung meiner Daten. Sie können querfinanzieren durch Premium-Angebote. Sie können Sponsoren hinzuholen. Sie können locker diesen einen Franken wieder hineinarbeiten. Schade, dass jetzt keiner da ist von Swisscom. Ich glaube, das Problem ist bei den meisten Mobilanbietern, nicht nur Swisscom, dass jedes Mal, wenn sie mit der Musikindustrie reden, ich höre immer das Gleiche, die sagen, wir können mit diesen Leuten einfach nicht auf den grünen Zweig kommen. Wir passen überhaupt nicht zusammen. Es gibt keine Plattform von Kollaboration. Es gibt nur Gedanken darüber zu sagen, Google dazu zu verpflichten, dass Google zahlt. Oder am besten Lobbyist anzustellen, der unsere Regierung in Bewegung setzt, dass wir neue Gesetze verabschieden. Ja? Aber es passiert eigentlich nichts in diese Richtung. Werbung wird auch nach wie vor ein großer Teil von dieser Finanzierung sein. Wir sehen hier aus Amerika schon, dass man sagt, in den nächsten paar Jahren so Angebote wie Pandora und so weiter werden bis zu 86% von Werbung finanziert werden. Wenn diese Telekom-Unternehmen und andere Werbung nutzen können, um sie zu finanzieren, warum ist das ein Problem für uns, sie zu lizenzieren? Das Geld ist ja da. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Farmville zum Beispiel, das Online-Game, oder Cityville, kennt ihr vielleicht, ich bin mal auf Facebook. Ja. Farmville hat letztes Jahr 480 Millionen Dollar verdient. Auf Facebook. Und zwar, das Game ist umsonst. Ich kann aber noch einen besseren Traktor kaufen, wenn ich eine Weile gespielt habe. Ja. So wie World of Warcraft, ich kann eine größere Maschinenpistole kaufen. Nach einer Weile, und das produziert Millionen, Milliarden von Dollar. Upselling nennt man das. Das gleiche System kann hier auch funktionieren. Reden wir mal gerade über die Zahlen. Reden wir ungefähr von, sagen wir, 3 bis 5 Millionen potenzielle Internetnutzer in der Schweiz. Das ist jetzt ganz grob geschätzt. Die Kurve geht radikal nach oben. Die Schweizer sind interessiert an Technologie. Sie haben die ganzen Gadgets, sie haben das Geld, die zu kaufen. Kein Problem, 3 bis 5 Millionen. Einige User werden vielleicht auch doppelt bezahlt werden, weil sie Google benutzen und YouTube und Swisscom oder Orange, ja, werden sie vielleicht sogar zweimal erfasst. Bei 3 Millionen Usern reden wir von 156 Millionen Franken im Jahr. Also 1 Franken mal 52 Mal. Ja. Bei 4 Millionen Usern von 208 Millionen. Das ist jetzt keine Nummer, wo ich sagen würde, wenn es dabei bleibt, ist es nicht genug. Es muss auch wachsen. Natürlich werden wir in der Schweiz nicht nächstes Jahr 20 Millionen Bürger haben. Es muss also anders wachsen.
Ja, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann können wir sagen, wenn die Premium-Angebote, die oben drauf sitzen, auf dieser Flatrate, wie zum Beispiel High Definition, da rede ich gleich noch drüber, oder Concert Recordings und Webcasts und Fanclubs, ja, dann kommen vielleicht nochmal 200 Millionen dazu. Das existiert ja auch jetzt schon auf dem Internet. Zur Erinnerung, der 2011 Umsatz aller IFPI-Labels, die der IFPI angegliedert sind, in der Schweiz war 124 Millionen. Wir könnten also mit einem Schlag die Einnahmen von Recorded Music verdoppeln. Natürlich werden teilweise Leute keine CD mehr kaufen. Also in aller Realität wird es nicht verdoppelt, sondern vielleicht ver50-prozentigt. Aber das werden sie sowieso nicht mehr tun in ein paar Jahren. Von daher haben wir da nicht sehr viel zu verlieren. Public Performance und das, was die Swisa jetzt auch schon tut, wäre davon überhaupt nicht beeinträchtigt. Das heißt, wir hätten mit einem Schlag eine Geldquelle gefunden, wo wir sagen, das Marktpotenzial hier, ja, Musik kaufen, 5% der Konsumenten, maximal. Vielleicht CDs, ein bisschen mehr noch in der Schweiz, weil wir da etwas, auch nicht, okay. 5% iTunes, zwischen 2 und 5% weltweit, kauft auf iTunes Musik. Es ist erstaunlich, dass noch so viel zustande gekommen ist. Ne? Wenn wir aber jetzt weiterschauen, Musik zur Verfügung stellen, 100%. Jeder mit einem Taschenrechner kann ausrechnen, dass das besser ist, auch wenn es wesentlich billiger ist pro Song. Weil das Gesamtvolumen zunimmt und sowieso stattfindet. Ob wir das jetzt lizenzieren oder nicht, das ist unsere Auswahl. Die Verteilung der Einnahmen von diesem Pool of Money, ja, dieser Pool vor Geld, kann man sich mal vorstellen, wie schön das ist, da hineinzuspringen. Alle Streams und Downloads werden gleichermaßen gezählt. Wir machen keinen Unterschied zwischen den zwei, weil es de facto kein Unterschied ist. Für die Anwälte natürlich eine Albtraum. Aber Abrechnung erfolgt genau pro Rata. Das heißt, wenn meine Band diesen Monat 185.000 Mal geklickt wurde oder gedownloadet wurde und der Gesamtdownload war 185 Millionen, dann kriege ich 1% vom Pool für diesen Monat. Ich kriege also genau pro Rata das, was erfolgt ist. Manche würden das als Darwinismus bezeichnen. Das kann auch durchaus sein, wenn wir gleich diskutieren in der Runde. Aber pro Rata, die Ausschüttung erfolgt monatlich, vielleicht über die Swisa oder Swissperform oder andere, genauso wie es eigentlich auch jetzt schon läuft. Verlagsrechte und Master Recordings werden zu 50 und 50 gesplittet. Ich glaube, das ist einfach mal Zeit, diesen Punkt zu machen. Es gibt diesen Unterschied de facto nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und Urheber und Künstler haben Zugang zu einem Online-Dashboard. Ihr könnt wie bei Facebook auf die Webseite gehen und schauen, wie oft seid ihr gestern geklickt worden. Ist überhaupt kein Problem, technisch gesehen. Könnt ihr genau sehen, wie viele Leute jetzt eure Kampagne wahrgenommen haben und da geklickt haben und wie viel Geld ihr verdient habt. Okay, jetzt kommt bei dieser Idee immer eine große Frage auf. Wir haben die sogenannte Invisible Hand, ja? Adam Smith, die Grundregel des Kapitalismus. Wenn eine Marktmöglichkeit vorhanden ist, wird der Markt das schon selber klären. Wenn der Markt das nicht tut, dann sind wir auch nicht interessiert, das zu klären. Kapitalismus. Adam Smith. Warum funktioniert das hier nicht? Telekom-Unternehmen werden dieses Thema nicht anfassen, solange es keinen öffentlichen Standard gibt. Weil sie wollen nicht verantwortlich sein, das Problem des Vertriebs und des Internets auf ihre Art und Weise zu lösen. Private Unternehmen werden scheitern, zum relativ großen Teil. Nur die Firmen, die bisher nicht wirklich Musik verkauft haben, siehe Apple, ja, iTunes hat nicht wirklich Musik verkauft, sondern Hardware. Apple verdient weniger als 3% seiner Einnahmen mit Musik und mit Filmen. Die Musik könnte auch umsonst sein auf iTunes. Das ist überhaupt kein Problem für Apple. Würde überhaupt keinen Unterschied machen. Also Privatunternehmen werden entscheiden, die großen Rechteinhaber haben zurzeit eine absolute Marktkontrolle und Entscheidungsmonopole, man nennt das Exclusive Right. Wenn ich Musik anbieten will auf dem Internet, dann muss ich nach Los Angeles fliegen und mit den Leuten da einen Deal machen und ihnen ein Stück meiner Firma geben und ihnen 10 Millionen Dollar Advance geben. Das ist so. Ich war selber da. Also das kann es eigentlich nicht sein, es gibt keine Kollaboration. Wir haben das Problem seit 1995. Es ist nicht so, dass wir gerade erst entdeckt haben, dass das ein Problem ist. Also das Musiksystem ist dysfunctional. Gibt es das Wort überhaupt auf Deutsch? Dysfunctional. Dysfunctional ist besser.
Also es funktioniert nicht. Dieser Markt funktioniert de facto nicht. Macht den Künstler arm und den Konsumenten kriminell und die Mittelmänner zu einem riesigen Staudamm. Das, denke ich, sollten wir ändern. Okay, jetzt noch einen Punkt und dann gehen wir in die Diskussion über. Kevin Kelly ist jemand, der Wired Magazine gegründet hat und der redet auch über dieses Thema Freemium. Und Freemium ist ein ganz wichtiges Thema, weil es uns erlaubt, darüber hinaus zu schauen, was mit diesem einen Franken pro Woche passiert oder was danach noch kommt. Und Freemium ist der Gedanke von Free, also gratis, und Premium. Das heißt, die Kombination von einem Gratis-Angebot, das danach sich automatisch weiterverkauft. Als Beispiel nehmen wir LinkedIn. Die meisten von euch sind auf LinkedIn, ja? Wer ist auf LinkedIn? LinkedIn ist ein bisschen Standard geworden. Wer bezahlt für LinkedIn? Okay, in jedem Raum, wo ich das frage, sind zwei Leute. Letztes Jahr hat LinkedIn 580 Millionen Dollar verdient. Mit dem Freemium, mit der Freemium-Idee. Keiner von euch hätte für LinkedIn am Anfang bezahlt, wenn die gesagt hätten, gib uns 5 Dollar im Monat, um bei LinkedIn dabei zu sein. Was hättet ihr gesagt? Hey, another time. Aber jetzt hat LinkedIn so einen Wert erzeugt, durch uns, dass sie Nummer 1 geworden sind bei Hiring Solutions, also wen wir anstellen und mit wem wir reden und dadurch Geld erzeugen. Also man sieht zum Beispiel bei Musik, High Definition, Classic, Jazz, World Music, Opera, Live Concerts. Leute würden für High Definition extra bezahlen. Ich wäre gerne bereit für ein Jazzkonzert, was live aus der Blue Note kommt, High Definition Streaming, nochmal 5 Franken zu zahlen. Das sind andere Konsumenten auch. Live Webcasts aus Clubs, von Konzerten, Live Concert Recordings. Das Konzert, wo ich gerade hingegangen bin, als Live Download, als Premium. Fanclubs, mobile Applications, Mobile Apps. Games und Software, Ringtones, Karaoke, nicht so populär hier, aber in anderen Ländern ein großes Thema. Also dieses Upselling hier hat Dutzende von Möglichkeiten, die wir entwickeln müssen. Auch entwickeln können, die sind auch schon teilweise im Einsatz. Man sieht hier Metallica zum Beispiel, hat eine super Webseite, wo ihr alle Konzerte von Metallica runterladen könnt. Direkt von Metallica. Also Live-Konzerte, die sind zwar schrecklich von der Soundqualität her, aber ein richtiger Fan sammelt sie. Die bereits dieses System weiterentdeckt haben. Bei Publishing sagt man zum Beispiel, dass wir jetzt in eine Welt gehen, das ist mein Freund Ross Dawson aus Australien, der das Chart gemacht hat, wo es mehr darum geht, mehr Werte zu erzeugen, als den ursprünglichen Wert zu verkaufen. Für Zeitungen zum Beispiel bedeutet das, dass auf einmal nicht der Content, also der Artikel verkauft wird, sondern das Ganze drumherum. Das Interface, das Filtering, das Packaging. Ähnlich wird es auch hier sein. Das neue Verkaufen von Musik sind die extra Werte. Okay, ich komme zum Schluss. Frage an euch, was hättet ihr lieber? Hättet ihr lieber einen gefangenen User? Oder hättet ihr lieber einen User, der sich angezogen zu einem neuen Modell fühlt, der auch dafür zahlt? Durch seine Userbereitschaft und durch das Upselling. Den habe ich eben schon abgespielt, da werde ich euch jetzt ersparen. Aber Musik in der Wolke ist nachhaltig. Der langfristige Erfolg wird nur dann passieren, wenn wir kollektive Erlaubnis geben. Alles andere wird dazu führen, dass es sowieso stattfindet und wir ohne Erlaubnis benutzt werden. Kurze Zusammenfassung. Erlaubnis schaffen, Struktur schaffen, Markt schaffen. Ganz einfach. Nicht andersrum. Der Markt wird diese Erlaubnis nicht schaffen, weil die ist nicht in seinem Sinne. Im Sinne der Mittelmänner. Was auch vollkommen okay ist, also das in keinster Weise sagen wir, dass es nicht okay ist, aber trotzdem ist der Markt unterbedient. Das heißt, wir müssen Struktur schaffen, den Markt schaffen. Diese Lizenz würde erhebliche neue Einnahmen generieren, Anbieter und User legalisieren und neue Premium-Möglichkeiten schaffen. Die Schweiz könnte ein Modell dafür sein, wie man dieses Problem löst. Denn ja, de facto, so wie Dänemark hier, uns ist daran gelegen, das Problem zu lösen, nicht einfach jemand einzusperren. Argo 12, Aufgabe gelöst. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sehe der Diskussion entgegen.